Tja, ich glaube, jetzt muss ich mich auch erstmal ein bisschen frisch machen nach dieser Tanzperformance. Aber ich nehme Sie jetzt mal einfach mit Backstage. Kommen Sie mal mit. Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, eure Larissa, und ich bin heute Backstage bei einer Fernsehshow. Ich glaube, bestimmt sowas wie Deutschland sucht The Voice of Germany's Next Supertalent Model oder so ähnlich. Oh, okay. Oh, sorry, ich hab dich nicht gesehen. Oh du meine Güte, ich kenne dich aus dem Fernseher. Ja. Sylvie Mais. Können wir Selfie machen, bitte? Sorry, aber ich glaube, du verwechselst mich. Ich muss jetzt auch gleich wieder auf die Bühne, okay? Okay, auf die Bühne? Aber dann bist du ja auch zum Casting hier. In dem Outfit kannst du aber nicht gehen. Das ist ein Bademantel. Du hast Glück. Ja. Denn ich bin Larissa und ich bin eine Expertin für Mode, Styling, Beauty, Lifestyle, Food und Travel. Wie man ja bekanntlich sehen kann. Ich hab alles dabei, ich schwöre. Ich helf dir. Aber, vertrau mir. Es ist das Beste für dich und für die Leute da draußen, die dich gleich angucken müssen. Aber... Ich höre immer nur aber. Sei doch nicht so negativ. Du musst an dich glauben. Und vor allen Dingen musst du auf mich hören. Probier mal das hier. Und das hier. Und das hier. Und das hier. Das ist sehr stylisch, ich schwöre. Und dieser Lipgloss, der matcht voll. Und wenn du ein Po haben willst wie J.Lo oder Kim Kardashian, dann brauchst du diese hier. Brazilian Butt Putz. Zieh an. Das war alles. Oh, du meine Güte, du siehst wunderschön aus. Gefällt's dir? Ich weiß nicht. Aber ich weiß es. Sprich mir nach. Du musst aus deinem ganzen Herzen sprechen. Du musst sagen... Oh, du meine Güte, das ist das Schönste, was ich jemals in meinem ganzen Leben mit meinen Augen gesehen habe. Sag. Oh, du meine Güte. Lauter. Oh, du meine Güte. Wie bitte? Oh, du meine Güte. Ich kann dich nicht hören. Oh, du meine Güte, das ist das Schönste, was ich jemals in meinem ganzen Leben mit meinen Augen gesehen habe. Ich schwöre. Krass, Larissa. Ich spüre es 1 Million Mal tief in mein Herz drin. Danke. Du bist meine aller beste Freundin. Und du auch meine. Wie heißt du überhaupt? Helene. Helene? Mhm. Mit diesem Namen wirst du nie ein Star. Du brauchst einen Künstlername. Ich weiß. Harley Havana. Ja. Das passt wie die Faust auf ein Auge. Noch eine Minute. Oh, du meine Güte, Larissa, ist schon so spät. Wir müssen los. Ich fühle es eindeutig. Jetzt bist du bereit für die Bühne. Ja. Und weißt du was? Ich werde dich niemals im Stich lassen. Ich komme mit. Oh, ich schwöre, das ist das Tollste, was du jemals für mich gemacht hast. Ich weiß. Komm. Komm. Oh, du meine Güte! Halle, jetzt komm, schnell, wo bleibst du? Wir sind voll viele Leute. Ja, ich komm. Ich komm. Boah, wie voll ist. Voll viel los hier. Ja. Komm, wir stellen uns hier hin. Wow, ist das voll viel. Ah, ja. So krass. Okay. Komm. Ja. Hallo und einen herzlichen guten Abend. Mein Name heißt Larissa. Und mein Name heißt Harley. Ja, und zusammen sind wir 1, 2, 3. Harley und Larissa. Ja. 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 Ja, genau. Harley. Ja. Was machen wir jetzt eigentlich? Also ich meine, auf einer Bühne bei einem Casting muss man ja irgendwie immer irgendwas machen. Ja, das ist eine gute Frage, Larissa. Ja. Ich weiß nicht, hast du vielleicht einen Hund? Ein Hund? Nein, warum? Ja, da könnte der ein Salto machen oder so, ich weiß nicht. Na toll, dann wird der Hund ein Star und nicht wir. Ja. Nein, wir müssen selber was machen. Kennst du Pantomima? Ja, ja, habe ich schon mal im Radio gehört. Aber es war voll langweilig irgendwie, ich weiß ja. nicht. Oder... Ja, weißt du, was wir machen? Wir machen vielleicht Messerwerfen. Ja! Ja! Aber ich habe nur eine Nagelfeile. Geht das auch? Ich glaube, nein. Ein Nagelschere wäre besser. Na, habe ich nicht. Oh, du meine Güte. Was? Larissa. Ja. Ich habe einen Geisterblitz. Seid leise, ich habe einen Geisterblitz. Ich weiß genau, was... Ich weiß es.
Wir knoten Tiere aus Luftballons. Ja! Ja, 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 genau. Oder noch besser, umgekehrt. Wir knoten Luftballons aus Tieren. Ja. Ja. Nein. Nein, das ist auch doof. Ja, okay. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Doch, weißt du was? Wir können doch singen. Ja, das kommt bei einem Casting immer gut. Singen. Kennst du die Eiskönigin? Na klar, kenne ich. Ja, ja, klar. Du? Ja, ja. Das Lied heißt Lass mal los, lass doch jetzt endlich mal los. Ja, ja, ja? Ich kenne ich. Okay. Also okay. Pass auf, ich mach dir das vor und du machst mir das danach. Also du machst so. Okay. Lass los, lass mal jetzt los, jetzt lass doch endlich los. Lass jetzt los, lass jetzt endlich los, lass los, lass los. Ja, danke schön. War voll gut, ey. Ja, ich weiß. War voll krass. Ich weiß, das war wunderschön. Ich habe das richtig gespürt, aber jetzt bist du dran, Harley. Aber ich warne dich, es ist sehr, sehr schwierig. Okay. Lass mal los, lass mal los, lass mich endlich los. Lass mal los, lass mal los, lass mich los. Boah, danke. Fühlt schon gut an. Danke. Ja, ja, aber Harley, weißt du, du hast es mit der Hand vergessen. Dementsprechend war das leider sehr schlecht. Ach so, schade. Ja, sorry, aber... aus dir wird leider nie eine gute Sängerin. Ach so, schade. Ich dachte, ja. Das war voll gut. Ja, es ist schade, wirklich. Aber naja. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ja, ja, aber ich weiß nicht, was macht man denn sonst bei einer Castingshow, wenn man nichts kann? Also diesbezüglich gibt es, glaube ich, für uns zwei nur noch eine Möglichkeit. Was? Wir müssen was machen mit richtig Niveau. Ja, genau, mit Niveau, du hast recht. Harley, ich weiß, wofür habe ich dir denn diesen J-Lo Kim Kardashian Po gegeben? Oh, Booty Dance! Down to the floor! Also ich fand dich richtig gut und für mich bist du auf jeden Fall im Recall. Oder was meint ihr? Ja! War super. War gut, danke. Ja, Mann. Danke schön. Danke. Das war's schon, unser ja. Casting. Ja, komm, wir gehen shoppen. Ja, danke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich hoffe auch. Tschüss, gell? Tschüss. Und das war die wunderbare Martina Hill.